Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trainsim World 3. Heute sind wir wieder unterwegs im Creators Club. Ja, und wir fahren heute ein Szenario vom lieben Juliano BVG mal wieder. Den RE1 Hamm-Westfalen Sonderzug. Hallo Kollege, heute fährst du den Ersatz Sonderzug von Aachen nach Hamm-Westfalen. Es ist mit viel Verkehr zu rechnen. Fahrplan. Aachen um 5:51 Uhr. Aachen Rote Erde. Ach, jetzt brauche ich noch irgendwie einen Zettel hier, ne? Zettel haben wir noch irgendwie so einen Schmierblatt? Moment. Das müssen wir uns doch nochmal eben aufkickeln. Ja, der sieht gut aus. Also, 5:51 Uhr. Jetzt schreibt er nämlich die Kuli auch nicht. Nehmen wir den nächsten. So. 5:51 Uhr ist die Abfahrt in Aachen. Sehr freundlich, wie du das immer wieder mit uns machst. 7:50 Uhr. Ja, wir machen mal eben so ganz schnell 6:04 Uhr, ne? Stolberg. Ah, das ist natürlich die beste Vorbereitung. 6:08 Uhr. Dann haben wir 6:14 Uhr. 6:22 Uhr. Düren. Was haben wir denn da noch? 6:32 Uhr. Eieiei. 6:41 Uhr. Und 6:47 Uhr. Kriegen wir hin? So. Ja, haben wir das. Auf jeden Fall benötigen wir noch einen Haufen Lackierungen, denke ich. Denke ich. Hier steht einfach nur Deutsche Bundesbahn Ozeanblau komplett von Dosenulf. Das Problem ist, das hier oben ist alles. Ich habe jetzt mal bewusst wirklich alles von der Deutschen Bahn reingehauen. Ob das jetzt passt oder nicht, weiß ich nicht, weil unter Ozeanblau haben wir unter anderem die hier. Wird immer mehr. Aber wir haben das Kobaltblau, das ist das falsche Blau. Die ist eigentlich auch verkehrt. Aber ich habe hier jetzt alle unten in der Videobeschreibung mit drin, dann bin ich auf der sicheren Seite. Habt ihr auch alle installiert? Also. Da wusste ich jetzt nicht, das ist auch Ozeanblau. Der sagt komplett, deswegen kann alles Mögliche sein. Also entweder sind es die alten S-Bahn-Züge. Vielleicht kommt auch noch der drin vor. Ich weiß es nicht. Ich habe einfach mal alles reingeschmissen. Und das geht dann halt so weiter hier. Ne? Wir haben verschiedene S-Bahn-Züge. Wir haben das. Wir haben die reingehauen. Aber auch nur, weil ich die ja jetzt zufällig gesehen hatte. Wir benötigen zusätzlich noch den Rasen Roland von Spami, den Metrans von Destiny, die Locomotion 662 von Bas Bogdan und den BLCS Roller von Nico Bennies, aka Nico King. Das wären dann diese Dinger hier. Die sind auf jeden Fall auch installiert. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal eben, wo wir hier nach Aachen kommen. Das kann sich hier nur um Jahre handeln, weil ich bin mal wieder blind. München, nee, Hauptstrecke Rhein-Ruhr ist auch verkehrt. Eieiei, wo ist das denn? Augen auf. Da. Was ist das denn hier? KLH, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, das ist schon mal gut gemacht. Was auffällt, er hat sogar reingeschrieben, was es ist. Nicht so wie der Kollege hier unten drunter. Achso, das war ein eigener Versuch. Hab nichts gesagt. Entschuldigung. Gut. Ja. Wollen wir mal gucken, was da jetzt so anmache ist. Also Abfahrt ist um 5:51 Uhr. Also nachher zu den Links in der Videobeschreibung. Ganz oben ist natürlich der vom Szenario. Unten drunter habt ihr dann einen Absatz mit den Kram, den ihr nicht so braucht oder braucht, hier vom Dosenulf. Und dann gibt es noch einen einzelnen Absatz. Darunter sind dann die anderen Sachen, nur so als Randinfo. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Dann brauchen wir sie von den ganzen Plunder, ne? Wir brauchen eine Zugzielbeleuchtung. Wir brauchen eine. Ne, die brauchen wir nicht.
Wir müssen heute mal richtig wieder so auf, wie es sein muss. Schaffen wir halt überhaupt 29 Sekunden? Ich weiß es nicht. Bin ich jetzt hier blind? In Dosi-Steuerung. Batterie ist an. Ich weiß es nicht. Ich finde es gerade nicht. Hier ist ein Sifa. Also, wir werden sehen. Also wir setzen uns auf jeden Fall mal hin. Sifa ist an. Das ist Notbremse. Wo mache ich denn die PZP an? Wo machen wir die PZP an? Mal eben gucken. Hätte ich noch lang suchen können. So, Türen schließen. Schön sieht es aus. Wunderbar. Haben wir irgendwas vergessen hier? So. Bremsen lösen. Boah, ich muss mich echt mal wieder zurechtfinden. Bin schon länger nicht mehr gefahren. Sprich, gestern. Aber ist okay. So, was für Wetterverhältnisse haben wir denn hier? Stand jetzt nichts drin. Nee, 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 nee. Wir wollen keine Fahrzeuge spawnen. So. Also eigentlich müsstest du jetzt losfahren. So, ich würde sagen, wie ist das Wetter denn morgen? Aber wir lassen es so. Oder wie spät? 5:52 Uhr. Eigentlich müssten wir doch Umgebungsvariablen. Machen wir mal 20. 2:4. Wir haben jetzt eigentlich 0:2, keine Ahnung, 28. Ja, macht halt ganz Szenario durcheinander. Weil eigentlich ist es zu hell für die Uhrzeit. Ja, egal. Wir haben 5:52 Uhr, es ist hell. Taghell. Naja, es ist so hell wie draußen gerade und wir haben in Wirklichkeit 10 Uhr. Also, ja. Ach, rote Erde um 57. Was haben wir noch vergessen? Genau. Fahren wir überhaupt hin? Sehr geehrte Fahrgäste, herzlich willkommen im RE1 Ersatzzug nach, keine Ahnung, grob Richtung Köln. Nächste Station, Aachen, Rote Erde. Ausstieg in Fahrtrichtung links. War eigentlich jetzt auch dämlich, aber ist okay.
So, was wir auch noch machen müssen, ist aber eben hinten natürlich die Lok aufrüsten. Ja. Anfänger. So, Abfahrt ist hier um 57. Kriegen wir hin? Ja, wir sollten vielleicht doch rennen. Weil jetzt ist doch ein bisschen lang. Top, 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 top. Denn wir müssen natürlich auch noch die roten Rücklichter einschalten, ne? Die sind natürlich wieder aus. Schade eigentlich. So. Zack, zack, zack. Bevor wir es wieder vergessen. Na komm. Ich würde gerne raus hier. War schon heruntersteigen. So. Wunderbar. Alles einsteigen, bitte. Aber ich glaube, hier will keiner einsteigen mehr. Die mögen uns nicht, die Leute. Naja. So. So. Oh. Nächster Halt, Stolberg im Rheinland. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Der ist aber echt laut. Na ja, gut. Thank you.
Kriege ich jetzt echt noch eine Zwangsbremsung? Was habe ich denn da übersehen? Ich will es gar nicht wissen. Also, es steht fest. Die Zwangsbremsung hat mir aber auch so gesehen den Popo gerettet. Oh, was habe ich denn da gerade übersehen? Ankündigung. Wann müssen wir hier sein? Jetzt habe ich den natürlich abgewürgt. Na komm. Da müssen wir hier sein. Um 3 nach müssen wir stehen. Ah, aber fast. Also das war jetzt natürlich ein bisschen blöd, aber kann mal vorkommen, ne? Aber Bremse hat funktioniert auf jeden Fall, das wissen wir jetzt. So. So. Ja, ist doch ganz schön hier. Sorry. Ich wusste gar nicht, ob so viele Leute eingestiegen sind vorhin. Also, Justus Sound Mod, ne? Eigentlich müsste diese Trillerpfeife, die man zwischendrin hört. So nach einer halben Minute. Die müssten eine halbe Minute später kommen. Also. Weil der Justus hat hier ja diesen Soundmod drin. Dann hört er ja, der Zug klingt jetzt ja ein bisschen anders als regulär. Er müsste ein bisschen später kommen. So ab jetzt, wenn er quasi am Ende ist, wenn er Türen, weil die Ladezeit ist wohl immer die gleiche bei dem Zug. Wirklich, wenn die dann abgelaufen ist, dann müsste einfach der Pfeifton kommen. Das wäre natürlich besser. So. Also ich bin mal gespannt, was der Julian uns hier da so noch so gebastelt hat. Also bisher macht es ja einen netten Eindruck, ne? Aber bei den ganzen Lackierungen, da wird wohl schon mehr dahinter stehen. Aber gut. So.
Nächster Halt, Eschweiler. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Das irritiert mich jetzt gerade. Wirklich links? Nee, rechts, oder? Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Gut, passt. Also das wird mich jetzt schon gewundert. Ja. Nee, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Das ist okay. Linken Gleis habe ich noch nie, also auf ganz rechten habe ich noch nie gehalten. Glaube ich. Wüsste jetzt gar nicht, fahren da überhaupt Züge? Wüsste ich jetzt echt nicht, ob da Züge fahren. So. 8. Eieiei. Sind wir auch noch eine Minute fast zu spät gleich. Wie lang sind wir überhaupt? Okay. Passt das schon ungefähr von der Länge. Moment. Habe ich das richtig? Hier steht an dieser Haltetafel 210 Meter. Wir sind 180 Meter lang. 170 Meter lang. Richtig? Richtig. Wieso stehe ich hier noch draußen? Da muss doch irgendwer verkehrt sein. Das dürfte doch jetzt eigentlich nicht sein. Ah, da hat er den Stahlwagen nicht geladen. Schade. Aber insgesamt natürlich eine coole Sache hier mit dem, mit alles in Bundesbahnfarben umzusetzen. Achso, wir müssen abfahren, ne? Ja, ich hab's vergessen. Sorry. Mein Fehler. Also, was lernen wir daraus? Die Haltetafel steht zu früh. Die müsste eigentlich 50 Meter weiter später kommen. Naja, gut. Das hätte locker passen müssen. Oder hat man sich dann echt auch einfach nur vermessen und kein Mensch weiß das. Schaut es in die Kommentare, wenn ihr von da seid. Würde mich jetzt echt mal interessieren. Also... Vor allen Dingen, dass mir das jetzt erst nach über 1000 Spielstunden auffällt. Ha, komisch. Wagen eigentlich nur 160. Oh ne, die hat mal keine zulassen. Okay, dann nicht. Dann fahren wir 140.
Sehr geehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir Langerwehe Hauptbahnhof. So. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, haben wir gleich echt noch ein bisschen Verspätung, wa? Eieiei. So. Bahnhof Langerwehe. Vernagelt, verrammelt. Ja, aber die Trillerpfeife, die könnte echt ein bisschen später kommen. So um 5, 6, 7. Das wäre, würde ich mir noch wünschen. So, können wir jetzt die Tür noch wieder schließen, ne? Ah, Mist. So.
schnell war hier jetzt überhaupt? 160? 160, okay. Oh, wir lassen ihn nochmal hier vorbei fliegen. So. Sehr geehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir Düren Hauptbahnhof. In Düren haben Sie Anschlussmöglichkeiten an den Regional- sowie S-Bahn-Verkehr sowie die Ruhrtalbahn. Haben wir das auch? Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.
Jetzt müssen wir mal wieder warten, ein Minütchen. Ja, ein bisschen mehr Zugverkehr könnte es schon noch geben. Meiner Meinung nach. Aber ist okay. Vorher ein bisschen kam es ja schon entgegen. Also es ist okay. Es ist realistisch. Nicht übertrieben, nicht zu viel, nicht zu wenig. Wobei ich es persönlich natürlich ein bisschen lieber habe, wenn hier wirklich ein bisschen mehr Züge unterwegs sind. Ja, aber nö, es macht einen netten Eindruck, dein Szenario. Gefällt mir gut. Was mir halt wirklich gut gefällt, ist halt, dass man sich so ein bisschen... in der Zeit zurückversetzt fühlt. Das ist auch, dass der mich jetzt schon direkt einholt. Das ist natürlich jetzt auch cool geworden. Jetzt habe ich den natürlich wieder abgewürgt. Aber das ist natürlich schon cool, die Sache hier mit dem... Ich weiß nicht, was war das denn jetzt hier überhaupt? Ich weiß es nicht mehr, aber macht schon mal einen coolen Eindruck. Kann man mal drauf eingehen. Weil die auch den ganzen kleinen Kram hier auf den Seiten hat. Schön geworden. Oh, die ist auch... Ich weiß jetzt nicht, von wem die jetzt war, ne? Die Locomotion. Aber die ist auch schick geworden. Die gefällt mir gut. Die gefällt mir echt gut. Ja. Die gefällt mir gut. Hier den ganzen kleinen Plunder drauf. Schönes Design. Das ist wirklich schön. Muss man ehrlich sagen. Ich sag mal so, die Wagen vom Dosenulf und auch die Lokomotive. Ja, ich sag mal so, Wichtiges drauf, ne? Wir haben die Loknummer drauf. Ist richtig. Hier an den Seiten auch. Aber es fehlen halt die kleinen Details. Kleine Details fehlen, so wie... Also alles, was hier unten an Beschriftung drauf gehört, ne? Das fehlt halt leider. Aber ansonsten auch nett. Was jetzt irgendwie nicht hier ins Konzept passt, ist dieser ICE-3. Aber gut, da hat die 185 vorne eigentlich auch nicht so gepasst. Also... Aber wenn wir jetzt so wirklich Bundesbahnzeiten fahren, wäre jetzt, das ist jetzt so ein IC1 angebrachter gewesen, sag ich mal. Läuft, wenn man guckt, ob wir nicht zu schnell heizen. Wie schnell sind wir denn? Ah, ein bisschen flott. Naja, gut. Müssen wir halt im Bahnhof vielleicht ein bisschen länger warten. Kriegen wir ein bisschen unsere Verspätung wieder rein. Aber es stand ja auch nur Ersatzzug nach Hamm, ne? Also von daher... Ja, ist schon okay. Interessant wird das Ganze, ob jetzt hier eine S-Bahn fährt oder nicht. Aber ich gehe davon aus, wenn er die in Kieselgrau auch installiert haben sollte, wäre das jetzt echt so ein cooles Gimmick. Kommt denn da jetzt? Ein normaler Intercity? Okay.
Baby, baby, it's a wild world. La 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 la, la 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 la. La 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 la. Ba ba da 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 da. Keine Ahnung, wie ich da jetzt gerade drauf komme. Wintervegetation. Die war ohne Lok. Die war jetzt einfach ohne Lok. Richtig? Wirklich? Die ist ohne Lok gespawnt, der Kollege. Ich hoffe, es geht gut. Ich will wissen, was da für eine Lok vor war. Also Juliano, ich bin begeistert. Das ist ein Zug, der ist echt cool. Clown, aber Problem. Fährt denn jetzt eine Lok hinterher, die den da reinfängt? Ach, hier auch? Okay. Nicht abstürzen. Wenn es jetzt abgestürzt ist, ne, das ist halt eben ein Problem. Könnte gut gehen. Fehler. Weiß auch nicht, warum er mir jetzt Zwang so raushaut. Ich habe eigentlich sie von so weit immer gemacht, aber ist okay. Da hat er einfach. Ist der Strom ausgefallen? Ich habe nichts aktiviert. Ich weiß es nicht, was das jetzt war. Hä? Ich kann nichts dafür, Leute. Er macht das gerade selbstständig. Ich habe nichts gemacht. Ich habe wirklich nichts gemacht. Ich habe weder eine Bremse gezogen, noch eine Zwangsbremse bekommen, noch sonst irgendwas. Selbst die Fahrer, weil hier habe ich jetzt nicht verdödelt. Was soll das denn? Okay, das war jetzt ein Fehler. Lassen wir mal so. Ein bisschen Nebel ist auch mal gut. So.
Sehr geehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir Horrem. Jetzt haut er mir schon wieder eine Bremse rein. Hä? Was soll das denn? Wieder nix. Hier ist nix. Versteht nicht. Ich verstehe es gerade echt nicht, was er hat. Ich verstehe es gerade wirklich nicht. Da blinkt was in der Suppe. Macht ja eigentlich keine Geräusche mehr. Keine Ahnung. Alter Schwede. Wie man einfach nichts sieht. Also wirklich gar nichts. Ist das eigentlich in echt? Fahren wir trotzdem normal durch? Nach dem Motto, ist egal, oder? Weil wir nie, ob jetzt Nebel ist oder nicht, ne? Eigentlich ist das ja egal. Der Bremsweg ist eh zu lang. So. Nichts sieht. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Alter. Ich weiß noch nicht mal, wo ich hier stehe mit dem Zug. Wo beginnt denn der dämliche Bahnsteig? Hier noch nicht. Okay, wir müssen noch mal ein paar Meter vor. Jetzt habe ich natürlich den Hobel auch noch abgewürgt. Man sieht hier ja wirklich nichts. So eine Haltetafel ist auch egal, komm. Lass die Leute mal und aussteigen. Ich kann auch nicht mal das Ende vom Zug sehen. So. Naja, gut. So ist das halt, ne?
Egal, jetzt haben wir erstmal wieder 15 Kilometer geradeaus. Wieder abgewürgt, ich krieg. Wieso willst du? Jetzt echt warten, bis er auf 0 ist, okay. So. Ah, Doppelstockwagen. Heißt halt morgens, da hat man manchmal so Nebelfelder. Kenn ich nur zu gut aus der Zeit, wenn ich morgens zur Grundschule gefahren bin. Im Schulbus. Aber war halt auch so. Gerade in den ländlichen Regionen. Jetzt heute sind wir jetzt überhaupt. Oh, wir sind aber gleich am Ende unserer Reise angekommen. Man kann die Signale schon durch die Wolken durchsehen. Das ist ja schon mal eine gute Sache. Und wieder weg. Auch so genauso schnell wie es gekommen ist, ist es dann auf einmal auch zu Ende, ne? Also ja jetzt noch 10 dabei. Und dann bist du wieder frei. Und dann kriegst du wieder eine Zwangsbremsung, führt nichts. Was soll das denn jetzt hier? Ich weiß nicht, wieso bremst er mich wieder von alleine aus? Bin ich zu schnell geworden? Nee, auch nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es gerade echt nicht. Kann der das eigentlich? Warte mal. Macht er wieder alles, ne? Tippfehler. Also richtig gut kriegt er das nicht hin. Normalerweise hat man ja
oder warte mal. Kann er das denn? Ey, das kann er. Der hat sogar wirklich 3 Stufen. Ey, wie cool ist das denn? Kriegt der auch eine. Jetzt wieso bremst du mich jetzt schon wieder aus? Verstehe nicht. Wieso bremst du mich heute aus? Von ganz alleine, ohne Fehlermeldung, ohne alles. Ja, das war jetzt die Sifa, ja, ist klar. Ja, ich hab nix. Ich verstehe das nicht. Will auch nicht. Na, wir fahren nicht mehr. Ja, okay. Dann steige ich jetzt aus, lass das Ding hier stehen, oder wie ist der Plan? War echt cool, dass wir hier so Zwischenstufen haben. Kann ich hier noch eine 0 zwischenhauen? Ja, okay, das bringt jetzt ja gar nicht. War wirklich so. Tja. Das geht aber. Man kann wirklich so einzeln. Ey, das geht auch. Guckt euch das mal an. Man kann wirklich so unterschwellige Stufen machen. Na, jetzt wird es wieder beschleunigt. Ich verstehe es noch nicht, aber ist auch egal. Wenn ich da jetzt eine 1 vorhänge. Macht's wirklich. Man kann also wirklich noch die Zwischenstufen so fein detailliert hier machen. Krass. Das ist echt cool. Wieso kriege ich jetzt schon wieder eine Zwangsbremsung? Ich verstehe es nicht. Ich höre mal auf, an dem Ding rumzuspielen. Vielleicht ist da dran. Ich vermute mal, dass das doch die Sifa ist, aber ich weiß es nicht. Lass den mal auf aus. Trefferschutz, ja. Das hier wirst du durchgeschüttelt, ne? Da nicht. Hier hat im Übrigen auf der Steuerwagen wieder funktioniert. So, was ich mir jetzt natürlich noch gewünscht hätte, wäre hier ein bisschen S-Bahn-Verkehr auf den rechten beiden Gleisen. Oh, wir kriegen keine Leistung. Wir kriegen schon wieder keine Leistung. Macht denn die Anzeige in der Mitte? Motorspannung. Das ist eine
Boah. So. Sehr geehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir Köln-Ehrenfeld. Planmäßige Ankunftszeit 6:47 Uhr. Ne, 6:41 Uhr. Heute circa 10 Minuten später. Grund dafür sind technische Störungen am Triebfahrzeug. Naja, gut. Ah, jetzt macht sie wieder Geräusche. Auch gut. Jetzt macht auch die wieder Geräusche. Pff, ich muss das Fahrzeug nicht verstehen. Ich muss es echt nicht verstehen. So. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Zack, Bremsenkanner. Das ist das Einzige, was wir können. Bremsen. So. Und jetzt diese Güter zurückholen, na, wäre auch cool. Der Zug ist schon eingefahren. Naja, gut. Matschak hat auch schon die besseren Zeiten hinter sich gehabt, ne? Interessant. So.
Sehr geehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir Köln Hauptbahnhof. Planmäßige Ankunftszeit 6:47 Uhr, heute circa 10 Minuten später. Grund für Sitzstörungen am Triebfahrzeug. Ich bitte dies zu entschuldigen. In Köln haben Sie Anschlussmöglichkeiten an den ICE, bla bla bla, den Intercity, bla bla bla, den FLX, bla bla bla, diverse Regional- und Fernverkehrszüge sowie dem S- und U-Bahn-Verkehr. Busse fahren am Bahnhofsvorplatz. Nur, ich soll dran denken, hier nur 70 ist. Weil jetzt gleich nur 70 ist, genau. Eieiei. So. Also, Fazit, eigentlich ein schönes Szenario. Für die Loks, die nicht ge so gespawnt sind, wie sie sollten, kannst du ja nichts für. Im Raum Köln hätte ich mir schon ein bisschen mehr zum Verkehr noch gewünscht. Aber ansonsten war es okay. War okay. War abwechslungsreich. Hat auf jeden Fall. Und hat schon Spaß gemacht. Oder wie fandet ihr es? Schreibt es mir in die Kommentare. Wieso fahre ich eigentlich so schnell in den Bahnhof rein? Dass ich meine armen Fahrgäste gerade durchschöckeln, das muss ja auch nicht sein. Aber war ganz nett. Ist okay gewesen. Oder wie seht ihr das? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich meine, da ist ja immer noch mit viel Arbeit verbunden, so ein Szenario. Und es war okay, es war auf jeden Fall im realistischen Maße. Also wie gesagt, hier in Köln ist mir ein bisschen zu wenig. Aber ansonsten war es okay. Also das ist jetzt aber auch wirklich Jammern auf großem Fuß mal wieder. Von daher, alles gut. Weiter so. Naja, machen wir noch irgendwie fertig. Also wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt dem Ganzen ruhig einen Daumen nach oben. Ja. Also so viele Sachen, wie ich da installiert und vorgestellt habe, wurden nicht gebraucht. Wurde ganz klar nicht gebraucht von Dosenulf. Ist egal, ich lasse euch die Links alle jetzt drin, weil hat nochmal rumzuschribbeln. Habe ich keine Lust drauf, bin ich ganz ehrlich. Ja, ansonsten landet ihr gleich dann oben links bei einem Video, das euch YouTube vorschlägt. Unten links bei der Playlist zum Steuerwagen. Unten in der Mitte bei Trains im Wald 3. Spricht für den Zug. Und macht einfach die Türen zu. So, wunderbar. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Bauer sein. Tschüss.